Deponia Folge Nummer 17 haben wir jetzt und ich habe in der Aufnahmepause mir Zeit genommen, mir ein paar Gedanken zu machen, die Folge nochmal anzuschauen, denn ich bin zu einer Erkenntnis gekommen und zwar glaube ich, dass dieses Kuscheltier für ihn hier noch nicht richtig ist und unser Clown in der Cocktailbar auch noch nicht richtig ist und zwar aus dem Grund, dass ich diese Datasetten wieder mitnehmen kann. Deswegen habe ich mir die Folge nochmal angeschaut und mir rausgeschrieben, was die beiden an Eigenschaften haben wollen von ihrem Tier. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da nicht noch irgendwas anderes zusammenbauen können. Insbesondere hätte ich gerne einen aggressiven Clown ganz gerne, der vielleicht irgendwie das Publikum aufmischt. Alternativ hätte ich gerne ein aggressives Tier für den Computerkern, denn da gibt es auch noch einen Dataset-Schlitz. Und das ist, soweit ich es gesehen habe, der einzige dritte Dataset-Schlitz, den wir noch haben, den wir benutzen können. Das heißt, für jeden dieser drei hätte ich jetzt gesagt, eine Dataset. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier zusammenbauen können. Nehmen wir einfach mal... Moment, wo ist meine... Hey! Habe ich nicht drei Datasetten? Wo habe ich denn jetzt die... Hey! Hey! Wo sind jetzt die dritte geblieben? Ja, und den Typen müssen wir auch noch irgendwie hier massieren. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Profi. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Die Klonbediensteten... Ja, okay. Aber hier gibt's doch überhaupt keinen Datasettenschlitz zum Klonen. Und wo ist meine Datasette 2 hin? Hier ist sie doch nicht. In die Sauna komme ich immer noch nicht rein. Die Sauna ist... Ja, okay. Geschlossen. Ah, ups, da habe ich mir ein Fenster weggeklickt. Cocktailbar. So, und das dritte, was ich noch machen muss... Ach, der ist ja noch drin. Habe ich die nicht gerade mitgenommen? Ups, ich dachte, ich hätte sie mitgenommen. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was? Ja, für ein mieses Blablabla. Jetzt haben wir alle unsere Datasetten und für den hier brauchen wir natürlich noch was zu essen. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Und bislang haben wir dafür noch nicht so viel. Wir haben eigentlich nur eine Riesenmade und Ulysses Helm. Allerdings dachte ich jetzt irgendwie, diese Wurstmaschine muss damit reinspielen, weil es würde so viel Sinn machen, dass die damit reinspielt. So. Haben wir jetzt hier alles. Blablabla. Geht das? Oh nein! Das ist ja... Kann ich den Fisch noch dazu kippen? Ich glaube, ich kann hier nichts machen, außer den großen Knopf zu drücken. Okay. Die arme Mare. Ja. Was? Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Magenmett. Ja. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Magenmett. Und der Fisch hat sich bekotzt. Schön. War das ein, wie hießen die denn noch? Diese Zensurviecher aus, Zensurgnome aus, Edna bricht aus. Nein, aus, Harveys neue Augen, genau. Das war das, was hier gerade vor die Made gesetzt wurde, als der Mixer eingeschaltet wurde. Wer Harveys neue Augen gespielt hat, der kennt die Viecher. Die kommen immer dann, wenn brutale Szenen zu sehen sind und malen alles bunt und pink an, damit man keine Angst bekommt. Okay, lass mich raten. Worst things worst. Aber sowas von... Madenwurst. Ich weiß nicht, ob ihm das schmeckt. Der muss es doch merken, dass das eine blöde Made ist. Sieht immer noch sehr madig aus. Hier, bitte sehr. Mit der Empfehlung vom Chef. Ah,
Germer Weißwurst. Und ich dachte immer, die kann unsere Küche gar nicht zubereiten. Immerhin ist die Hauptzutat ein streng gehütetes Geheimnis. Und wenn meine Vermutung stimmt, eines, das man mit ins Grab nehmen kann. Oh je. Komm jetzt mit. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Und dein Plan ist was genau? Hier so lange sitzen bleiben, bis sich das Problem von selbst behoben hat? Ich weiß. Die Aufgabe ist für einen Würdenträger eigentlich unzumutbar. Aber für das Wohl meiner Untergebenen nehme ich diese Bürde gerne auf mich. Hat da gerade eine Dialogzeile gefehlt? Ich verlange nun endlich... Das geht leider noch nicht. Essen und Trinken sind mittlerweile ja wieder akzeptabel. Aber wie soll man denn seine Weißwurst genießen, wenn die Leute so unzufrieden sind? Ich hab's ja verstanden. Ich kümmere mich um das Ambiente. Okay, da brauchen wir den Clown dann doch. Ich versuche jetzt einfach mal rauszufinden, ob ich mit meiner Vermutung recht habe. Das heißt, ich baue dem jetzt ein anderes Streicheltier. Und zwar... Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Achso, der Clown, okay. Also, das Gemüt... Ich denke, das Clown-Gemüt brauchen wir für den Clown, weil der muss lustig sein. Behaarung muss ein Kuscheltier haben. Statur soll klein sein. Der Clown und das andere Vieh waren zu groß. Die Farbe... Moment, der hat gesagt, der sein Clown muss bunt sein. Oder er braucht lustige Accessoires. Eigentlich ist das schon der perfekte Clown. Mist. Aber hat das eigentlich nicht gerade die... Achso, nee, das hat die Farbe vom Zobel. Das hat nur die... Moment. Nehmen wir die nochmal raus. Und packen da das hätte 3 hinein. Das hier können wir immerhin noch austauschen. Dagegen hat er sich beim Kuscheltier nicht beschwert. Sanftes Gemüt muss es haben, Behaarung muss es haben, klein muss es sein. Die Farbe muss es auch haben. Das ist eigentlich das perfekte Kuscheltier. Das ist das, was wir austauschen können am Kuscheltier, denke ich. Das probiere ich jetzt mal aus. Das wäre dann Datasette 1, nehme ich an. Huch, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Genau, das akzeptiert er auch. Aha. Welch Wonne. Können wir aber immer noch mitnehmen. So, was haben wir denn jetzt gewonnen? Ich muss mir eigentlich auch noch einen anderen Clown bauen dann. Dann versuchen wir uns mal einen anderen Clown zu bauen. So, denn ich habe mir notiert, ein Clown braucht lustige Accessoires, die hat er schon. Ein lustiges Gemüt muss natürlich auf jeden Fall sein. Behaarung kann ich doch dann im Prinzip austauschen, das ist für den Clown wahrscheinlich egal. Statur kann ich wahrscheinlich austauschen. Farbe muss er haben, bunt muss er sein. Okay, gucken wir mal, ob er diesen Clown hier von uns akzeptiert. Zur Cocktailbar. Das wäre Datasette 2, glaube ich, ja. Vielleicht auch 3. Finden wir gleich aus. Oh, falsch. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Genau. Bunt muss er sein. Sorry. Jetzt hör mal auf zu meckern. Kommt ja schon. Du verwöhnter Kerl. Der Kunde ist König, oder was? Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. So. Und jetzt habe ich noch eine Datasette, die ich nur noch im Computerkern einsetzen kann. Also, ich kann auf jeden Fall das Zeug austauschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat.
Was bringt das hier denn? Hallo? Der Gencode eines Humanoiden mit mächtigen Pranken, gelber Haut und einem garstigen Gemüt. Okay. Ich weiß nicht. Aber ich kann die da ja drin lassen. Auf dem Bildschirm vorher mehr los. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gencode gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln. Und wo bekomme ich die Tiere her, wenn... Du musst es ja nicht sofort machen. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Hurra! Ach so. Und ich habe nichts mehr zu scannen. Ich habe nichts mehr... Ich gehe jetzt einfach mal hoch und gucke, ob sich was verändert hat, wenn ich die drin lasse. Ich gucke nochmal in der unteren Schleuse vorbei. Ach, hier ist immer noch nur McDoof. Der wird mir keine große Hilfe sein. Ja, Chill-Out-Zone. Nanu, was ist denn hier passiert? Oh. Okay, da hat sich doch tatsächlich was geändert. Aber nicht zum Besseren. What? Die süßen Hühnchen, die Streicheltiere. Was ist da los? Oh je, ja, mir schwant das Schlimmste. Komisch, alle weg. ich hätte diese Datasette niemals da drin lassen sollen. Hey, was liegt denn da rum? Sieht aus wie ein Pizzakarton. Ist es aber nicht. Ist Sauna jetzt offen? Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Hier! Au! Ist das eng! Und was? So glitschig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Fulox! Sie sind überall! Wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mir auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn! Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ich wüsste einen Weg. Ach du! Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Aber hätte ich denn jetzt... Moment mal, hier? Hätte ich denn diese Viecher schon die ganze Zeit machen können, auch ohne die anderen Dinge zu tun? Oder was? Der Zusammenhang ist mir nicht ganz klar. Oder habe ich jetzt automatisch irgendwie alles richtig gemacht? Oh, hier ist ja mal viel Zeug. Machen wir mal das Gitter auf. Und hey, du... Nee, so bekomme ich das nie auf. Du Kerl, kannst du vielleicht mal deinen Arm da wegnehmen? Ich sag dir, den Arm da wegnehmen. Armband? Gitter? Hey, findest du das lustig? Jetzt kitzeln. Oder, Ich komm hier nicht weg. Oh. Handtuch? Tu's nicht, Rufus. Danke, aber meine Hände sind trocken.
Oh, Gott sei Dank. Hey. Was? Was tust du? Was? Igitt. Hab ich sie abgetrocknet? Oh Gott. Igitt. Oh. Was für eine Weichbirne. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Den hier kann ich auch ankrabbeln. Und dann haben wir noch eine Wasserkelle. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Flutschiger? Was soll das denn? Ist das eckerlich? Ich dachte jetzt, ich kitzel ihn, damit er das Ding rausreißt. Bah, und nun? Die Wasserkelle. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Rück doch mal! Oh Gott! Ich werd noch ganz glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Was? Aber ich habe doch schon Schweißperlen. Ich kann die Kelle jetzt bestimmt. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Ich komm hier nicht weg. Ha. Huh. Habe ich denn noch? Ich habe keine Items. Ich habe kein Inventar. Und da draußen ist immer noch das Vieh. Nee. So bekomme ich das nie auf. Ich meine, ich habe noch das Handtuch, aber wozu? Danke, aber meine Hände sind trocken. Was? Hab ich es jetzt falsch gemacht? Ich bin so gut in Form, ich schwitze nicht mal. Hä? Habe ich jetzt nicht schon alle Objekte hier drinnen ausprobiert? Igitt. Ich kann ihn anschauen. Was für eine Weichbirne. Was sind wohl die... Ich kann sie alle anschauen. Ich kann das Gitter. Nee. Nee. Ich kann die Kohle nicht. Ich komm hier nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ich kann die Kelle nicht. Danke, aber meine Hände sind trocken. Ich kann das Handtuch nicht. Ich bin so gut in... Ich schwitze. Hä? Ich hab doch alles ausprobiert hier. Alles. Hä? Habe ich jetzt irgendwie hier einen Bug erzeugt oder was? Ich dachte, ich komme jetzt mindestens an die Kelle oder die Kohle ran mit dem flitzigen Oberkörper. Vielleicht hätte ich... Oh, vielleicht habe ich das tatsächlich einen Bug und ich hätte von dem ersten, ältesten den Schweiß und dann vom anderen ältesten den Schweiß, aber ich habe beide... Schweiß in mir geholt und jetzt ist kein Schweiß mehr übrig, obwohl es da immer noch fließt wie nix. Ich glaube fast, das ist tatsächlich ein Bug. Denn ich habe hier drin alles ausprobiert, was gibt. Ich probiere einfach mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal ins Menü. Und... wie kenne ich denn jetzt... Gibt es hier so Autosaves oder so? Das Spiel macht doch immer Autosaves. Ich mache ein Spiel verlassen und guck mal, ob sich dieser Bug dann legt, wenn ich wieder weiterspiele. Vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, an der Stelle machen wir einfach einen Folgenschnitt. Ist zwar ein bisschen kürzer, als ich machen wollte, aber egal. Dann sehen wir es beim nächsten Mal wieder. Bis dann.